Also ich heiße Christine Lehner. Ich bin seit 2008 beim Roten Kreuz. Also da habe ich die Rettungssanitäterausbildung gemacht. Bin freiwillige Rettungssanitäterin. Und seit 2011 bin ich auch dann noch beruflich angestellt beim Roten Kreuz als Lehrbeauftragte für Erste Hilfe. Ich komme aus St. Thomas, so wie meine Tochter, Christina. Ich bin die jüngste Tochter, ich bin seit 2018 beim Roten Kreuz, habe nach der Matura das freiwillige soziale Jahr gemacht und bin nach wie vor freiwillig dabei. Also im Rettungsdienst fahren wir Krankentransporte, wir führen die Leute ins Krankenhaus zu den Kontrollen, aber wir fahren auch Einsätze, wir fahren zu den Notfällen hin und helfen dort. Und das macht den Rettungsdienst einfach spannend und abwechslungsreich, weil man in der Früh nie weiß, was am Tag auf uns zukommt. Also im Rettungsdienst würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, auch für Leute, die vielleicht sonst nichts mit einem Gesundheitsberuf zu tun haben, weil man lernt einfach Sachen fürs Leben, man erfährt Teamgeist, man kriegt Freundschaften fürs Leben und man kann einfach nie wissen, was am Tag auf uns zukommt und da ist man einfach immer gut vorbereitet. Also wir machen gern miteinander Rettungsdienst. Es ist halt leider so, dass durch Studium und Beruf die Zeit oft dazu fehlt. Aber wenn es dann soweit ist, dann genießen wir das sehr. Und wir haben auch immer wieder schöne Erlebnisse dann im Rettungsdienst, wenn die Leute merken, dass wir Mutter und Tochter sind. Ja, da sind sie wirklich sehr begeistert. Genau, ich kann einfach im Rettungsdienst immer nur Sachen von der Mama lernen und sie ist einfach ein großes Vorbild für mich und gerade im Rettungsdienst kommt das einfach immer wieder vorbei. Mama, ich wollte sagen, danke für alles, was du für mich tust und meine Geschwister und ich hoffe, dass wir noch viel Zeit im Rettungsdienst miteinander verbringen können, weil es einfach immer schöne Erlebnisse sind und ich habe dich ganz, ganz lieb.